Gottesreichen Segen. Seht ihr diesen Mann da hinten? Jawohl. Ich hatte mit ihm gerade ein Gespräch, das extrem, extrem denkwürdig war, ich sag's euch. Er hat mir erzählt, dass dass es kein Ehebruch ist, einer Frau nachzuschauen. Er hat mir eben gesagt, er wäre ein guter Mensch. Habe ich ihm mal so einen Gutmensch-Test gemacht. Er hat sowas von verloren. Das war ein unglaublich interessanter Mensch. Aber er hat den Traktat angenommen. Und er hat einiges verstanden. Ich habe es schon gesehen in seinen Augen. Mich würde es nicht wundern, wenn ich ihn oben wieder sehe. Der hat es schon begriffen, ja. Er hat aber gemeint, jo, Ehebruch und so, das ist doch kein Ehebruch, wenn man einer Frau nachschaut, das ist natürlich. Habe ihm erzählt, wegen der Herrlichkeit, die um uns herum ist. Und da habe ich ihm gesagt, doch Evolution entsteht, dass sich das jetzt plötzlich entstanden. Hat er gesagt, na, und so. Habe ich ihm mal alles wieder erklärt. Habe ich ihm gesagt, jo, was ist denn mit dem Person, der andere tötet, vergewaltigt, Kinder zerstückelt, wird der nie wieder vors Gericht gebracht. Also überhaupt nicht. Und ich meine nicht weltliche Gericht. Hatte man so in sich gedacht und hat gesagt, doch, ich glaube schon. Und ja, habe ich ihm gesagt. Also ich habe wirklich einiges erzählen dürfen und er hat mir seine Geschichten erzählt. Also solch ein Durcheinander. Und der Islam hat er da nach vorne geholt und das Töten und so und das ist so schlimm. Und ja, war interessant. Ja, war interessant. Das war ein längeres Gespräch. Das war interessant. Also ich bin auf keinen Fall ohne Grund hier oben. Ich habe hier wirklich schon einiges erlebt in dieser Zeit, die ich schon hier bin. Und der Herr lässt mir wirklich die Zeit hier, weil der Bus kommt, ich glaube, erst in einer Stunde. Und ich bin schon mehr wie eine Stunde hier. Ja? Es kommen nur alle 2 Stunden. Wenn ich diesen Bus verpasse, gibt es, glaube ich, nur noch einmal. Ja, und dann müsste ich hier irgendwo auf der Wiese schlafen für den nächsten Tag. Also, so ist das, ja. Die Menschen machen sich selber irgendwelche Götterbilder in ihrem Kopf. Sie wollen eigentlich die Wahrheit eigentlich erkennen, aber sie haben noch so Ideologien und eigene theologische Meinungen. Die haben sich praktisch eigene Religion zusammengebastelt, ja. Dieser Mann hat viel von Kulturen und so geredet. Ich habe dann auch gesehen, also er war oben nackt und so, habe dann auch gesehen, wo er weggelaufen ist, auf dem Rücken hat er etwas, ich glaube, Indianisches oder so tätowiert. Also irgend so ein komisches Zeichen, ja, das kenne ich, so ein Tribalzeichen war das, glaube ich. Und jo, na, aber war interessant, also er wollte weglaufen, konnte er nicht, wurde wieder zu mir zurückgezogen und das Gespräch ging weiter, ja. Er hat den Traktat ganz schön eingepackt und er hat Zeit, er geht wirklich sehr weit wandern. Ich habe ihm auch erklärt, dass ich von so weit weg hierher gekommen bin. Ja, ja, ich habe ihm gesagt, ich bin nicht zum Wandern hier. Ich habe weder Wanderschuhe, das sind Sportschuhe, die gehen auch langsam zunichte, merke ich langsam. Und ich habe auch eine Jeans an. Mit Jeans und so gehst du da nicht wandern. Ja, hier ist es eine andere Kategorie von Hitze. Die Sonne ist da irgendwie wie direkt auf meinem Kopf. Hier ist ganz anders, ja, das ist wirklich, das brennt ein. Ja, hier kommst du wirklich nur mit richtigen Sachen zum Wandern. Und wenn, dann muss es wirklich einen Sinn ergeben. Aber ich sag dir, der Sinn bleibt verborgen, wenn du da keine Traktate dabei hast. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann man jetzt diskutieren, wie man will. Wenn du schon wandern gehst, nimm Traktate mit. Das muss ich dir sagen. Alles andere ist Blödsinn, ja, und ergibt auch keinen Sinn, weil, ja, da gibt es kein anderes Kommentar dazu. Ja, jetzt bin ich noch eine kurze Zeit hier, also ich durfte hier wirklich einiges schon ausstreuen. Das gefällt mir, wie der Herr da alles bewirkt und alles vorbereitet hat, das ist gewaltig, ja. Und vor allem die Personen, die mit mir im Bus drin waren, die mit mir 1 Stunde auf den Berg hochgefahren sind, ja, die sind mittendrin hinein in den Bus und stell dir vor, die sind hier ausgestiegen, außer die eine Fräulein, aber die anderen sind hier ausgestiegen und ich habe sie dann getroffen, ja, und der alte Opa, der mich so böse angeschaut hatte, genau der hat ein Traktat angenommen,
er ist mit den anderen dreien zusammen. Hm? Der Herr bewirkt Gewaltiges. Ja? Und wo ich dann in meinem Herzen so verstanden habe, dass ich da wandern gehen soll, bin ich diesen Weg hinauf. Es gibt viele Wanderwege hier. Einige sind denkwürdig, da musst du fast klettern. Wirklich, da kapiere ich nicht, wie der Mensch dort hoch soll. Ja, wahrscheinlich Extremtouren. Aber dieser Weg, den ich genommen habe, da wo die kleinen zwei Hütten sind, wo ich gesagt habe, da gehe ich hin. Genau bis dorthin bin ich auch gewandert, gelaufen kann ich nicht sagen, das war eine Wanderung. Sieht man ja anhand der Videos. Habe ich einige getroffen. Ja. Ein paar haben Ja gesagt, Traktat genommen, konnte ich sogar zusammen reden mit ihnen. Andere wiederum nein. Ja. Ein Opa hat mich fast mit dem Stock im Gesicht getroffen, dieser gute Mann. Ja, aber vergeben und vergessen. Das war super, ja. Das ist mal bereits ein Nachtrag, ja. Weil ich weiß nicht, wie spät es ist, muss ich schauen. Das war ein sehr langes Gespräch mit diesem ganz speziellen Mann. Ja, der vergisst das nicht. Und wehe ihm, wenn er das vergisst, muss ich leider so sagen, ja. Aber ich glaube, dass ich ihn wieder oben sehen werde. Weil er hat ganz, ganz detailliert von mir gehört, durch meinen unwürdigen Mund. Der hat so oder so keine Entschuldigung, der hat von der Natur und so geredet, da ist Gott. Und ich habe ihm gesagt, genau durch das, die Bibel sagt selber, durch die Natur erkennt der Mensch, dass es Gott gibt, ja. Habe ihm das erklärt, er hat dann nachgesinnt, er hat es aufgenommen im Herzen, ja. Halleluja, sage ich einfach. Ich finde es herrlich. Amen. Ja.